Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 3 mit unserer weißen Echse. Und beim letzten Mal haben wir leider ganz schön federn lassen müssen in der meiner Meinung nach unfairsten und am schlechtesten gebalanceden Questschlacht im gesamten Spiel. Zumindest die, die ich kenne. Ihr dürft mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch unfairere Questschlachten gefunden habt. Aber das ist auf jeden Fall die, wo ich einfach sagen muss, um Gottes Willen, ändert das. So, jetzt wird hier leider der südliche Wächter angegriffen und wir sind hier schon ganz schön angeditscht. Das Spiel prophezeit uns hier eine entscheidende Niederlage und ich glaube, das ist auch sehr, sehr realistisch. In Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt nicht sinnlos Zeit verschwenden will, werden wir das einfach berechnen, denn ihr seht, die haben auch fast gar keinen Schaden genommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir da etwas selber hätten ändern können, weil die rüstungsbrechenden Geschosse der Dunkelelfen sind einfach on top. Punkt. Da kannst du nicht viel dagegen machen. Jetzt bin ich bloß gespannt, ob hier Lord Skrolk hier irgendwie noch was tut, aber es sieht nicht so aus. Der wäre schon längst dran gewesen, glaube ich. Ja, die Skaven haben sich wegbewegt. Die haben sich komplett wegbewegt. Hinterhalt verhindert leider. Ja, kann ich auch nichts dagegen machen. Mehr Nahkampfangriff für die normalen Sauri. Das ist auch etwas, was uns sehr hilft. Wenn wir es dann irgendwann mal haben. Und ich gehe jetzt hier... Ja, das Problem ist, ich muss jetzt hier halt erstmal noch dahin gehen. Die Wege im Dschungel sind halt selbst für uns Echsen sehr weit und sehr schwer zurückzulegen, habe ich festgestellt. Sag mal, jetzt ist schon wieder so einer hier. Ey, mir kann keiner erzählen, dass die KI nicht zusammenarbeitet, selbst wenn sie nicht miteinander verbündet sind. Es schreit halt einfach alles danach, ne? Komplett alles. Was machen wir denn als nächstes in puncto Forschung? Wir könnten jetzt hier Erfolgschance für Agentenaktionen machen. Oder wir gehen einfach mal jetzt hier auf die Verbesserung Deutung der Alten. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir das früh freischalten, haben wir schon einen ganz, ganz guten Bonus am Start. Oh, nice. Ich habe Kontakt mit den Menschen von Katai. Naja, mit den Drachenmenschen. Das ist sehr, sehr witzig, dass man ausgerechnet diese Nomaden eigentlich immer ganz früh kennenlernt. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, aber I take it. Hier wird immer noch fröhlich gebaut. Und wir gehen in den nächsten Turn. Es wirkt fast so, als ob sie ums Verrecken versuchen wollten. Geist des Dschungels wird angegriffen durch Clan Ashen. Ach, weil ich den Geist des Dschungels kennengelernt habe. Ja. Wenn das jetzt hier nicht gerade eine Engstelle ist, habe ich keine Chance. Beim letzten Mal war es eine Engstelle. Toll, dieses Mal ist es keine Engstelle. Warum ist das jetzt kein Engstellengefecht? Er muss mich zurückziehen. Manche Dinge mag ich. Sowas wie das hier. Ich nehme die Verlustverstärkungsrate, damit ich schneller wieder am Start bin. Oh, ist das gut, dass ich dem jetzt hier gerade eben die Tour vermasseln konnte. In meinem Hinterhalt. So, wird Zeit, dass Gorok noch mächtiger wird, ne? Ich meine, die Items, die wir durch Gorok bekommen, sind mega fett. Aber... Oh geil, nochmal 3% mehr Verlustversteuerungsrate, nochmal eine Schlacht abgeschlossen. Eine Quest abgeschlossen. Wieder ein Level up. Soll ich einen Unerschrocken machen? Passive Fähigkeit. Unerschütterlich, wenn er unter 50% fällt. Er könnte auch Entsetzen verursachen. Nee, ich gebe ihm jetzt mehr Nahkampfabwehr erstmal. Dass er grundsätzlich nicht mehr geschlagen werden kann. Das wäre so mein Ziel des Tages. Klar, Lust oder Harkon läuft es hier natürlich auch rum.
Warum auch nicht? Du ziehst dich jetzt erstmal hier wieder zurück in den Einflussbereich der Stadt. Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt hier noch Geld ausgeben sollte, um hier nochmal ein bisschen mehr Verteidigung reinzuholen. Wildes Stegadon. Saurus mit Speer. Saurus mit Schilden. Kampfechsenreiter. Ich bekomme halt einen Saurus mit Speer mehr dadurch. Für 3800. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nee, ich gebe hier noch kein Geld aus. Ich gehe auch hier wieder in den Hinterhalt. Denn viele Optionen bleiben mir nicht. Der plündert mich jetzt hier für ein Ablottenei. Das hier auszubauen ist in Anbetracht der anrückenden Dingens hier nicht das Schlauste. Ich bin aber am Überlegen, ob ich mich hier in den Hinterhalt stelle, um sie hier wiederum abzufangen. Wir hängen jetzt hier so ein bisschen in der Luft rum. Ich glaube, ich hole mal zwei Saurusli hier rein und mache noch keinen Hinterhalt hier. Ich muss meine Armeen vergrößern. Und ich gönne mir jetzt hier wieder den Ritus hier. Damit wir noch mehr Durchhaltevermögen haben. In Schlachten. So, okay, weiter geht's. Oh, er hat gerade eben den Perk bekommen. 5% mehr Hinterhalt. Jetzt ist er bei 91. Finde ich gut. Jetzt kommt er hier noch angerollt. Luthor Harkon möchte hier anscheinend, so wie es aussieht, über Euxel sprechen. Ich werde versuchen, Euxel natürlich zu verteidigen. Aber was macht Rakard? Mit zwei Armeen davon da unten jetzt anrollen. Mhm, mhm. Arabia-Sandstein, weniger Baukosten, toll. Dinge, die mir nicht wirklich weiterhelfen. Gehen wir mal hier in den Hinterhalt. Vielleicht klappt's ja. Das Schlimme ist halt, ich muss mich jetzt halt für eine Seite Hinterhalt entscheiden. Jetzt belagern wir das hier wieder. Umkreisen. Die Zahl meiner Verbündeten ist mit überschaubar wohlwollend umschrieben. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ein Skinkhäuptling. Was kann der machen? Der kann Verstärkung behindern. Und mehr nicht. Wow. Den lasse ich auf jeden Fall mal der Armee hier anschließen. Wobei als... Ja, er bringt mir ja nicht viel. Er kann nur Truppen auffüllen. Also ein Zauberer wäre mir lieber gewesen. Was wollen denn die jetzt hier, die Grünhäute? Bitte geht. Ich möchte euch nicht auch noch hier haben. Dieser Dschungel ist kein Selbstbedienungsladen. Komm, Luthor, geh mal in die Falle. Okay, das konnte ich immerhin schon mal abfangen. Brachte den Truppen nochmal in dem Fall extra Erfahrung. Hui! Das berechnen wir. Dann gönne ich mir nochmal ein bisschen Verlustverstärkungsrang, dann sind wir danach wieder voll am Start.
Also wir haben Luther Harkons Armee geschlagen. Jetzt kommen halt sie hier wieder an. Ich muss sofort wieder in den Hinterhalt gehen und dann auf die andere Seite wechseln. Um sie abfangen zu können. Toll. Noch mehr Kriege auf der anderen Seite der Welt, in denen ich theoretisch mitmache. So, wir haben Luso besiegt. Vom Feind gestohlen. Hä? Hab doch gewonnen. Okay, Führerschaft bei Kämpfen auf See, Zauberresistenz für ihn. Es ist nicht gerade ein geiler Perk. Echt nicht. So, überfallt oder reißt zwei Siedlungen nieder innerhalb von 20 Turns. Das wird hart. De facto unmöglich für uns, aufgrund unserer selbst auferlegten Regeln. Ich mache jetzt hier noch mehr uralte List. Nur so ein bisschen und dann gebe ich ihm die große weiße Echse, dass er schon mal regeneriert. Er hier, das geht erst ab Rang 16, vergünstigt nur Itza 3. Damit haben wir jetzt hier schon 100%. Und ich gehe auf diese Seite und hoffe, dass die deswegen jetzt hier von uns auch nochmal in die Falle gelockt werden. Das würde uns noch mehr Geld bringen unterm Strich. Aber ich brauche eigentlich erst mehr Verteidigung. So, was, wie sieht es hier aus? Hier gibt es nochmal Level-Ups, die ich feiere. Nachdem wir all das hier gemacht haben, bekommt er jetzt hier den raubtierhaften Kämpfer. Und er bekommt noch mehr schmutziger Kämpfer. Okay, dann gucken wir nochmal auf die Diplom. Die ist hier immer sehr überschaubar. Mann, und wie überschaubar die ist. Jetzt hoffe ich, dass diese Truppe mir jetzt hier in den Hinterhalt läuft. Nein, tut sie nicht, aber ich gewinne das trotzdem. Und hole mir die Verlustverstärkungsrate hier. Weil Kohle bekam ich hier genug, ne? Für die 1700 ist es mir egal, aber ich brauche auf jeden Fall die Verlustverstärkungsrate. Boah, bin ich froh, dass das geklappt hat. Hoho, das hätte aber auch sowas von schief gehen können. Vor allem, weil der Hinterhalt offensichtlich nicht geklappt hatte. Mamma mia. Ich muss hier unbedingt noch diesen Blutspiegel noch reinmachen. Ich glaube, der verbessert die Chance dann doch noch drastisch. Dass man eventuell, also man hat zwar immer noch diese 100%, aber irgendwas im Hintergrund muss wohl noch darum gerechnet werden. Baukosten für Gebäude, Bauzeit erhöhen. Nee, ich möchte das nicht. Ja, war der Hinterhalt verhindert, war klar. Lord Croak macht noch mehr Verlustverstärkungsrate. Okay, jetzt sind wir hier schon bei Level 16. Jetzt mache ich ihn unerschrocken und ein mächtiger Gegner. Du bekommst jetzt die große Kanalisierung. Und jedes Mal, wenn du zauberst, gibt es ein Schild von Zephyri. Okay. Was ist denn das? Wieder ein Skink-Häuptling. Nehme ich halt mal mit, ne? Was man hat, das hat man. Natürlich laufen da noch dumme Skaven rum, mit denen ich nichts zu tun haben will. Geh hier nochmal hin. Die kommen jetzt bestimmt hierher, um Ärger zu machen. Die kommen bestimmt nicht her, um freundlich Hallo zu sagen. Dann bauen wir das hier noch aus. Und will ich das hier noch machen? Ich brauche halt hier auf jeden Fall noch die Kommune der Waffenschmiede mit Tempelwächter. Und Tempelwächter sind einfach so abgedreht teuer. Aber sie sind auch abgedreht stark. Aber es lohnt sich noch nicht, das zu tun. Das hier lohnt sich aber. Geist von Parwax, kann ich auf jeden Fall wieder ein paar Deals machen. Ja, okay, diese Runde nicht. Oh.
Militärisches Bündnis mit Bordeaux. Ja, ihr habt auf jeden Fall Krieg mit... Warum habt ihr Krieg mit der Expedition? Hört auf damit. Hört auf, mit anderen Menschen Krieg zu haben. Wir haben alle gemeinsam andere Probleme. Sie sind klein, stinken und häufig auch untot. Wisst ihr, was der Gag ist? Es ist halt schon wieder Luthor Harkonnen. Wir haben ihn zwar gerade eben vernichtet, aber wenn wir halt auch sehr schwer spielen, ist halt instant wieder da und kann diese Armee hier übernehmen, ne? Und deswegen wird jetzt hier wieder diese Skaven am Leben erhalten. Koste es, was es wolle für ihn. Kann es sein, dass diese Skaven da unten gar nichts getan haben? Oh, da kommt Rakkard höchstpersönlich an. Oh, come on, ey. Jetzt sind die Zwerge von Sotex Rücken weg. Oh, Mama, oh Mia. Kann ich mir das leisten? Das ist die entscheidende Frage. Ich meine, ein Speerträger wäre nicht schlecht. Vor allem einer, der ein bisschen was kann, wie man hier sieht. Die haben Anti-Large. Ne, die haben auch Anti-Large, oder? Ja, Bonus gegen Groß. Wie stark ist der Bonus? 14. Nehmen wir auch mal mit rein. Ja, komm, ich nehme die auch noch mit. Ich würde jetzt so gerne gegen ihn hier vorgehen. Kann's aber nicht. So, Batuum kann ausgebaut werden. Wieder eine wunderbare Möglichkeit für Geldverschwendung. Oh, Halleluja, Geld. Und jetzt sind die westlichen Provinzen wieder beleidigt, dass ich mit den anderen einen Handelsdeal gemacht habe, ne? Immer das Gleiche. Oh Gott. Also Rakkard ist hier nach wie vor der Endgegner. Jetzt stellt er sich einfach dahin. Er stellt sich halt wirklich dahin zum Plündern. Direkt daneben. Der weiß doch, wo ich stehe. Und ihr seht, ich bin immer noch im Hinterhalt. Der Hinterhalt wurde nicht aufgelöst. Dieser Miesling, ey. Also noch weniger verstecken, dass er cheatet, kann er wohl kaum. Unglaublich. Ich bleibe es trotzdem hier im Hinterhalt stehen. Ich habe ja auch eine Full Stack und die Stadt noch im Rücken. Vielleicht kann ich ihn herauskitzeln, indem ich das jetzt hier nochmal zur Provokation baue. Ich darf immerhin, so wie es aussieht, jetzt hier weiter belagern. Hier machen wir momentan noch nichts. Da machen wir auch nichts. Mit denen könnte ich Frieden schließen. Speak now, then go, or my zombies will pull out your tongues. Ganz im Ernst, mach ich. Das geht uns nichts an, das ist am Ende der Welt für uns. So, komm, und jetzt renn gefälligst in meinen Hinterhalt rein. Ich stehe hier nicht zum Spaß. Dieser miese Hund, ey. Dieser unfassbar miese Hund geht einfach hier vorbei. Oh,
Ich krieg zu viel. Ich werde hier den Bau abbrechen, denn er wird schneller sein als ich. In meinem Hinterhaltsmodus wird er schneller sein. Geschwindigkeit und Angriffsbonus. Nein. Okay, da wurde mal wieder das Schwert des Kane zweimal pro Runde beansprucht. Also Bartum wird hier abgebrochen, was zu bauen. Ich gehe jetzt mal im Hinterhaltsmodus dahin. Der hat hier wieder ein Level up. Einkommen stärken ist ja schon mal nicht schlecht. Jeder Euro zählt, ne? Was will denn der jetzt hier? Bitte gehen Sie. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Stellen Sie sich jetzt nicht auf die falsche Seite. Nur weil ihr mit Bordelot Stress habt. Und wieder ein neuer Turn. Also ich glaube einfach, er wird halt wieder nicht in meine Zone reinlaufen. Er würde Subatum angreifen und ich werde es nicht verhindern können. Oh Gott sei Dank, es klappt! Nimm die Kohle. Oh, so knapp! Und es hat geklappt! Fantastisch, dass ich das noch erleben darf. Muss ich da oben hin? Nicht, dass die mir Kschotl noch weghauen. Tja, ich könnte auch ein paar... Wisst ihr, was der Gag ist? Skink-Armeen wären auch nicht schlecht, ne? Die wären so schön günstig. So, Meister der Bestienmeister. Bonus gegen große Feinde. Führerschaft minus 5 für feindliche, monströse Einheiten. Winde der Pein haben wir. Und natürlich läuft da wieder so eine Rackhardt-Truppe jetzt hier unten rum. Was mich jetzt wieder hier hinführt. Ich bin halt komplett umzingelt. Es fühlt sich an wie ein This is Total War. Terralon-Reiter später heiligen. Nee, eigentlich muss ich die heilige Wache machen bei ihm für später. Aber ich gebe ihm jetzt erstmal hier raubtierhafte. Den raubtierhaften Kämpfer. Und den Klingenmeister. Er soll selber noch ein deutlich besserer Kämpfer werden. Hier sind es auch zwei Level-Ups, die wir uns gönnen. Dann machen wir die Erlösung von Itza 2. Und jetzt endlich auch Besänftigung des Geistes. Verlustverstärkungsrate. Schmutziger Kämpfer. Wie weit seid ihr? Noch 4 Turns. Ich würde so hart feiern, endlich mal einen vernichten zu dürfen von ihnen. Das wäre so gut. Das hier können wir uns in 10.000 Jahren nicht leisten. Was wir aber machen, ist eventuell das da jetzt mal. Die Einheitenerfahrung finde ich ganz gut. Und vielleicht lohnt sich ja diese 20% mehr Geld aus der Schlacht. Ist nur sehr unwahrscheinlich, dass sich das rechnet. Aber wie gesagt, die Einheitenerfahrung ist es wert. Hä? Wo ist der hin? Und der ist jetzt da oben reinmarschiert. Ich leide innerlich. Ich sterbe gerade innerlich 1000 Tode. Ach, Lustria, du wirklich wildes Land. Menschenschinderstamm ist vernichtet. Mission erteilt.
jetzt muss ich wieder hier hin. Beteiligung von Xhotl ist überschaubar. Die können das hier niemals aufhalten. Mach mal auf jeden Fall mal hier den bisschen Kampftraining noch verbessern. Okay. Oh, Hexoattel. Ja, ich lerne Hexoattel kennen. Bitte hilf mir, Hexoattel. Okay, du bist schwächer als ich. Toll. Hast du mein Leben jetzt schon wieder. Ah, warum bist du so schwach, Master Mundi? Ich bin sehr enttäuscht. Bin super enttäuscht. Noch 3 Turns hier durchhalten. Bis ja jetzt werde ich hier Quetzer wahrscheinlich dafür holen. Verliere aber dafür ein gut ausgebautes Xhotl. Kann ich hier irgendwie was machen? Ich meine, wie gesagt, nochmal Dankeschön für die gesamte Kritik und wie die, also genau genommen die Reaktion von CA, was sie gemacht haben auf die Kritik, dass diese Mauerngefechte ja so lame wären. Jetzt haben wir halt keine Mauern mehr. Das macht halt das Spiel halt noch deutlich unspaßiger in meinen Augen. Komm, wir versuchen es. Oder? Wir versuchen es. Am Ende dieser Folge versuchen wir das irgendwie zu verteidigen. Ich meine, wenn ich sehe, dass es überhaupt keinen Zweck hat, dann kann ich ja aufgeben. Das Schlimme ist halt, dass sie halt direkt angreifen können. Sie haben eine Menge großes Gefieche. Oh, das passt ja auch bei denen. Zum Glück haben wir nur einen Speerkämpfer. Nein, nee, wir haben 2. Okay. Aber nur einen mit Schild. Die werden sowieso wieder von 3 Seiten angreifen. Ah nee, es sind sogar nur 2. Ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Ich schüttel den Kopf wegen der Stadtdesigns. Die in meinen Augen gar nicht gehen. Ist hier 3 Eingänge. Und dann hier wieder 2, ne? Ich glaube tatsächlich, dass es keinen Sinn macht, an einer Position zu kämpfen, in der die Situation so ist, wie sie ist. Ich lass sie reinkommen. Auch wenn es mir nicht gefällt. So, Wurfspeere dahin. Und dahin. Und Wurfspeere dahin. Wir sind jede Menge Bärchen. Der schafft so eh nicht davon zu rennen. Das sehe ich doch jetzt schon. Also wie gesagt, ich sehe jetzt schon, dass das nicht zu gewinnen ist. Nicht gut.
Okay, jetzt haben wir schon 900 Punkte, aber was fangen wir damit an, ne? Hier ist schon vorbei! Also ernsthaft, ne? Die sind da einfach drüber gerollt. Das ist nicht zu glauben, ey. Es ist einfach nicht zu glauben. Kommst einfach nicht drauf klar, was hier passiert, ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wie gesagt, wir haben jetzt die Situation, wie wir sie in Troy haben. Völlig behämmerte Verteidigungsschlachten. Völlig behämmerte Siedlungsschlachten. Das Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Das ist der aktuelle Stand. Ich muss da nachher dringend nochmal was reinschreiben in die Kritikbox. Ah, ich sehe aber auch schon, das mache ich am besten jetzt gleich. Also, danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.